Ja, jetzt mal aus der Entfernung. Das ist unsere Windproof-Uniform in Original, Pencott Green Zone, Polyester. Und wir sind jetzt hier im Herbst unterwegs. Viele sagen ja, im Herbst kann man Green Zone nicht mehr brauchen. Ich denke mal, so wie ich jetzt hier stehe, widerspreche ich diesem Gerücht ziemlich gut. Die Uniform selbst werde ich euch dann später zusammen mit dem Pencott Green Zone Kälteschutz noch vorstellen. Das war jetzt einfach mal zur Einleitung, was dieses Tarnmuster im Herbst hier draußen noch kann. Ja, und in ein paar Minuten sehen wir uns dann gleich wieder. Und dann gehen wir mal auf die Uniform an sich ein. Dann zeige ich euch die und zeige euch, was der ganze Set, den wir jetzt in den Shop nehmen, alles so kann. Bis gleich. So, das Gebiet hier ist jetzt schon ein bisschen brauner, ein bisschen herbstlicher. Einige von euch werden sich natürlich die Frage gestellt haben, ja, in dem grünen Gebiet, wenn er sich da reinstellt, teilt es natürlich, wie ist es in dem braunen Gebiet. Ich werde mir in der Rechnung noch ein paar Flecken suchen und euch das Tarnmuster auch in diesen Gebieten vorstellen. Und ich hoffe, dass wir euch damit ein bisschen besser zeigen können, was dieses Tarnmuster um diese Jahreszeit kann oder generell was dieses Tarnmuster kann. Denn wir sind definitiv überzeugt von Pencott Green Zone und wir werden es weiter ausbauen. Ja, haben wir jetzt hier mal ein brauneres Eck rausgesucht. Ihr seht selber, ich muss nicht viel dazu sagen. Und schauen wir mal, was für Ecken wir noch finden. So, hier ist jetzt mal die letzte, ihr Herbstecke. Ich werde jetzt hier auch mal ein Stück weiter gehen. Zumindest mal, dass auf diese Distanz unser Mikrofon auch noch mitmacht. Aber um auch mal die Testwirkung von Good Greens und so. Relativ kleines Muster. Also kleinflächiges Muster. Ja, jetzt bin ich hier eigentlich braun in braun. Ich muss sagen, noch überzeugt mich das Muster eigentlich sehr. Kann ich mich